Haben Sie einfach verglaste Fenster und wollen Sie Energie sparen? Dann sind Plexiglas-Vorsatzfenster die ideale Lösung. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Vorsatzfenster installieren. Sie benötigen folgendes Material für die Befestigung: Vorsatzfenster, Befestigungsklammern, Isolierband, Klebeband, Bohrschrauber mit Kreuzkopf, Bleistift, Meterstab oder Maßband, langes Lineal und Schraubzwingen, antistatisches Tuch und antistatischer Kunststoffreiniger. Benötigen Sie Hilfe beim Bestimmen der korrekten Abmessungen des Vorsatzfensters? Klicken Sie dann auf den Link in der Beschreibung, um die Messanleitung herunterzuladen. Sobald Sie alle benötigten Materialien vor sich haben, kann die Montage beginnen. Nehmen Sie das Vorsatzfenster und entfernen Sie die Schutzfolie auf einer Seite. Reinigen Sie dann die Ränder der Platte mit einem antistatischen Tuch und einem antistatischen Reiniger. Das Isolierband wird an diesen Rändern angebracht. Legen Sie ein Lineal entlang des Randes und klemmen Sie sie zum Beispiel mit einer Schraubzwinge fest. Dies vereinfacht das Kleben. Beachten Sie, dass das Isolierband sofort klebt und sich nur schwer wieder lösen und neu anbringen lässt. Drücken Sie das Isolierband nach dem Abschneiden fest an seinen Platz. Achten Sie darauf, dass das Isolierband an den Ecken dicht anliegt, damit keine Zugluft eindringen kann. Kann Ihr Fensterrahmen von innen feucht werden? Ziehen Sie dann eine zusätzliche Belüftung in Betracht. Dazu lässt man unten links und rechts jeweils 2 cm frei. Markieren Sie nun die richtige Position des Vorsatzfensters auf dem Rahmen. Wir ziehen eine Linie, oben links und rechts 2 cm vom Rand entfernt. Machen Sie das gleiche auf der linken und rechten Seite. Bringen Sie Klebeband am oberen Ende des Fensterrahmens an, um ihn vorübergehend zu fixieren. Fügen Sie dann das Vorsatzfenster an der markierten Stelle des Rahmens ein. Bringen Sie anschließend unten ein weiteres Stück Klebeband an, um das Fenster richtig zu fixieren. Markieren Sie dann die Stelle, an der die Klammern angebracht werden sollen. Dies sollte 5 cm von den Ecken entfernt geschehen. Halten Sie einen Abstand von 6 mm vom Rand ein. Nachdem Sie die Klammern an den Ecken markiert haben, verteilen Sie die restlichen Klammern in gleichem Abstand zueinander. Halten Sie einen Abstand von 30 bis 40 cm zwischen den Klammern ein. Nehmen Sie die Befestigungsklammern und entfernen Sie zunächst die Schutzfolie von den Klammern. Montieren Sie die Befestigungsklammern. Sobald diese zusammengebaut wurden, können Sie sie für die Befestigung des Vorsatzfensters verwenden. Legen Sie das Distanzstück an der markierten Stelle gegen die Platte, sodass es eingeklemmt ist. Die Klammern müssen sich drehen lassen, also nicht zu fest anschrauben. Nachdem alle Klammern befestigt wurden, kann das Klebeband entfernt werden. Öffnen Sie alle Klammern und entfernen Sie das Vorsatzfenster. Nun können Sie die Schutzfolie von der anderen Seite der Platte entfernen und diese mit einem antistatischen Tuch sowie einem Reiniger gründlich reinigen. Verwenden Sie niemals Glasreiniger, da dies das Glas Ihres Vorsatzfensters stumpf machen kann. Wenn das Vorsatzfenster sauber ist, können Sie sie wieder einsetzen. Ziehen Sie die Klammern wieder fest, damit das Fenster fixiert ist und fertig. In der Beschreibung finden Sie einen Link zu unserer praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitung, der Messanleitung und allen benötigten Produkten.